In New York wollte sich Annalena Baerbock eigentlich mit ihrem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov treffen. Auch über die Sicherheit des immer wieder unter Beschuss stehenden Atomkraftwerks Saporischschja sollte es gehen. Doch der Termin platzte. Laut Lavrovs Sprecherin seien die EU-Delegationen einfach vom Radar verschwunden. Ein interessanter Vorwurf, da Baerbock ja anders als ihr russisches Pendant immer wieder fleißig im Plenum der UN-Vollversammlung gesessen hat. Die Bilder, die uns derweil aus den russisch besetzten Gebieten erreichen, machen mehr als deutlich, dass dort von freien und geheimen Wahlen bei diesen sogenannten Referenden wirklich keine Rede sein kann. Dazu Christoph Hipp. Mit Sturmgewehr und Wahlurne, begleitet von schwer bewaffneten Soldaten, gehen pro-russische Wahlhelferinnen in den besetzten Gebieten von Tür zu Tür. Fordern die verbliebenen Bewohner auf, über den Anschluss an Russland abzustimmen. Es sind Bilder wie diese, die jetzt in den sozialen Netzen auftauchen und der Weltöffentlichkeit zeigen sollen, dass dem Volk eigentlich keine Wahl gelassen wird. Die Welt wird absolut gerecht auf diese Pseudo-Referenden reagieren. Dies sind nicht nur Verbrechen gegen das Völkerrecht, sondern Verbrechen gegen das ganze Volk. Insgesamt versucht Russland, über die Scheinreferenden sich eine Fläche von 1800 Quadratkilometern einzuverleiben. Eine Fläche etwa so groß wie Baden-Württemberg und Bayern zusammen. Die US-Regierung spricht derweil von einer eklatanten Verletzung des Völkerrechts, will die Ergebnisse der Referenden nicht anerkennen und droht Moskau für den Fall weiterer Annexionen. Good afternoon, everybody. Wir sind bereit, gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern Russland als Reaktion auf diese Handlungen zusätzliche rasche und schwere wirtschaftliche Kosten aufzuerlegen. Gefeiert werden die Referenden indes auf der bereits 2014 nach gleichem Muster annektierten Krim. Hier hatten die Russen ebenfalls Scheinreferenden abgehalten, das gesamte Territorium zum eigenen Staatsgebiet erklärt. Und auch jetzt gehen die Bewohner wieder an die Wahlurnen, dürfen von hier aus über den Anschluss der besetzten Gebiete weiter im Norden mit abstimmen. Ich habe dafür gestimmt, dass die Volksrepublik Luhansk ein Teil der Russischen Föderation wird, damit die Lebensqualität der Menschen dort besser wird. Meine Mutter lebt ja auch dort. 8 Jahre lang haben wir darauf gewartet. Wir sind Russen, das ist unser Sieg. Bevor Moskau aus seiner Sicht Fakten in den besetzten Gebieten schafft, versucht die ukrainische Armee, den russischen Streitkräften weiter Gebiete abzutrotzen. Zu welchem Preis, zeigen indes aktuelle Bilder aus dem bereits vor 2 Wochen befreiten Buhorodychne in der Region Donetsk. Der Ort ist durch die Kampfhandlungen während seiner Eroberung und anschließender Befreiung nahezu komplett zerstört worden. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.